Willkommen, liebe Leute, es geht weiter mit dem nächsten Teil von Deadly Shadows, also Thief 3. Und, jo. Ich habe soweit hier alles abgecheckt, also überprüft und so. Jetzt geht's runter in den Leichenkeller. Ich muss ja der Kleinen ihr Nachthemd oder so verbrennen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also, ich habe kaum Waffen. Ja, egal. Gehen wir mal runter. Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge 20 Minuten vergessen, weil das gerenderte Video waren 40 Minuten und auf YouTube hat es nur um die 20 Minuten. Da habe ich gedacht, wie geht denn das? Kann doch gar nicht sein. Okay, ich denke mal da vorne, wo dieser Nebel ist, da müsste ich hin. Aber da war so ein komisches Vieh hier. Keine Ahnung, was ich machen soll, Leute. Ich glaube nicht, dass Gas hilft gegen die Typen da. Nehmen nochmal einen Heiltrank. Mal abspeichern hier. Wasser ist wahrscheinlich auch wirkungslos. So, ich müsste jetzt eigentlich warten, bis der wieder vorbeikommt. Hier ist das Ding. Okay. Hier ist auch ein Aufzug. Das war wahrscheinlich der Aufzug, der oben drüber war. Der hat sogar 3 Stufen. Heißt jetzt was? Hört das einer von denen? Ich weiß, dass ich mir dann malen Pfeilen, die auch zur Strecke bringen kann, aber ich weiß nicht, wie viel ich da brauche. Alter. Der läuft also immer im Kreis. Gut. Ich mach mal so. Ob der das hört? Keine Ahnung. Gucken wir erstmal, ob das nur einer ist. Vielleicht sind es auch 2. Scheint nur einer zu sein, oder? Steht er da vorne rum. Was ist, wenn ich jetzt Pfeile auf den abschieße? Ne, komm, ich mach das lieber woanders. Ich gehe lieber die Treppe hoch und die Leiter. Und werde von da oben, obwohl das gar nicht nötig ist, glaube ich, das ist nur einer. Ich warte einfach ab, bis er die Treppe hochläuft. Dann gehe ich mal weiter. Wie gesagt, es wäre schön, wenn da ein paar Waffen wären, aber da ist gar nichts. Hier kann ich noch mal rein. Oh, Feuerpfeile. Ey, geil. Sehr viele Feuerpfeile. Ey, das ist ja geil, Alter. You did it. My nightgown's gone. But the cradle remembers more than I thought. You can't get it all here. You have to go into the past, into the cradle's memories. It's the only way. You'll have to pretend to be one of the patients, so the cradle won't see you. Okay. Each of the patients from Whitehall had a favorite toy that they liked. You can use them as keys to go into the cradle's memories. Find one of those toys, and I'll tell you what to do next. Ah, das hat man doch schon. Ja, genau so dachte ich mir das auch mit den Spielzeugen und so. Gut. Abspeichern. Was heißt Vergangenheit? Keine Ahnung. Oh, Alter. Spezielles. Oh, Beutel mit Goldzähnen. Ich dachte, das Ding hätte ich schon gefunden. Ich weiß, davon habe ich gelesen am Anfang. Ich dachte, das wäre oben in dem Saal gewesen da. Anscheinend doch nicht. Okay. Gut. Naja, immerhin habe ich ein paar Feuerpfeile gefunden.
Alter Senna. Wie der zittert, ey. Der Typ erinnert mich irgendwie an den Horrorfilm Hellraiser. Dieser Pinhead da. Ich frag mich, ob da hinten noch was ist. Ich laufe dem jetzt einfach mal hinterher. Was passiert eigentlich, wenn ich ganz nach oben fahre? Da waren drei Stockwerke waren da. Oder drei Etagen, besser gesagt. Da könnte ich mal gucken. Was eine Mission, Steffen, ey. Ich frage mich, ob da oben was liegt. Ach komm, das ist jetzt unnötig. So, soll ich nach oben fahren oder soll ich lieber nicht nach oben fahren? Ach komm, ich fahr mal nach oben. Scheiß drauf. Das war's? Ah, stimmt, okay. Keller. Erdgeschoss und wo auch immer ich jetzt mich jetzt befinde hier. War gerade ein lustiger Satz. Oh, das war diese Stelle. Ich glaube, die war noch am Leben da. Wieso ist die Tür eigentlich noch zu? Oh, da steht einer, oder? Kann das sein? Habe ich da gerade jemand gesehen? Ich gehe mal in den Schatten. Nee. Oder? Da vorne steht doch einer. Oder liegt da einer? Ich glaube, ich habe die zwei doch kalt gemacht. Hier muss ich, glaube ich, nichts mehr machen. Da läuft auch keiner mehr rum. Da kann man nämlich hoch. Aber da liegt einer. Das ist natürlich wieder schlecht. Observatorium. War ich da oben schon? Ah, ich glaube, das war das mit dem, wo der Aufzug nur nach oben fährt und dann kommt man nicht mehr runter. Also, keine Ahnung. So. Hier bin ich auf jeden Fall falsch. Ich muss ja zu dem Patienten. Verdammt, muss ich da nochmal hin, ey. Oh nee, er schwebt wieder. Oh Junge. Das kann nicht sein, weil es immer verbuggt. Da ist eine Unebenheit und dann komme ich nicht mehr weiter. Wie komme ich denn da jetzt wieder aus dem Schlamassel raus? Ich muss was finden, was höher ist. So eine Art Hügel oder so. Oh, das ist doch nicht dein Ernst jetzt, ey. Er schwebt. Eindeutig. Na toll. Wenn der jetzt aufsteht, liegt nämlich einer. Ja, da muss ich halt schweben, Leute. Geht nicht anders. Voll doof, ey. Vielleicht funktioniert das hier. Ne, das hat nicht funktioniert. Das kann nicht wahr sein, Alter. Stelle wieder. Mann. Warum muss das jedes Mal Spiel verkacken, Alter? Ja, ich komme hier nicht weiter, ey. Ärgerlich. Nee, ich kann hier nichts machen, Leute. Was ist, wenn ich Knüppel nehme, mal schlage? Kann ich da irgendwie tricksen? Nee. Naja, ich werde mal entlang schweben.
Wo waren die Patienten nochmal? Müssen doch irgendwo gewesen sein, die Patienten. Hab's echt vergessen, ey. Na, ich geh nochmal. Hier entlang. Da hinten vielleicht. Oh, ich glaube, hier bin ich richtig. So. Aber ihr seht, was das für ein Mist ist. Das passiert jetzt schon das dritte oder vierte Mal, dass ich hier feststecke. Also ist das ganz schön verbuggt, das Spiel. Nervt mich jetzt halt. Könnte mir alles versauen. So, hier ist die Maske. He wore that mask to hide his burns. He was locked in the seclusion chamber. The toy you just picked up is a key to the cradle's memories. Now you have to figure out where to bring it. There's a special place for each toy. When you put the toy in the right place, you'll enter the past. Isolationszelle. War die nochmal? Oh ne, hier will ich nicht hin. Isolationszelle. War das nicht da ganz oben am bei dem Turm? Also wo ich hätte die Rohre runterspringen müssen da. War von der Mutter. Das ist das Ding mit dem Vogelhäuschen. Die Isolationszelle wird wahrscheinlich nicht hier bei den anderen Dingern sein. Das war auch was anderes. Nee. Hier bin ich leider falsch. Geh ich mal auf die andere Seite. Nee, das war's auch nicht. Oh. Er müsste aber tot sein. Oder außer Gefecht sein. Wo ist der nochmal? Ach, der liegt direkt hier. Oh, nee. Da gehe ich wahrscheinlich nicht da durch, ey. Komm. Jetzt wacht er noch auf. Ich gehe mal auf die andere Seite wieder. Aber wo ist denn die Isolationszelle? Da war ein Aufzug nach oben. Ich glaube, das war die Isolationszelle. Der war von allen anderen abgeschottet. Hier, da haben wir es doch. Ja, ganz oben. Dann nehmen wir am besten den langen Weg. Vielleicht habe ich Glück. So. Okay, also wahrscheinlich muss das Ding hier dran. Ja. It worked. You're in the past now. This is what everything looks like, the way the cradle remembers it.
It's like a stitch in time. You can't die here because you're inside a patient. But if the staff catch you, they'll take away your toy and you'll have to find another one. Super. Now, will you get my diary? In the real world, it's all torn apart and we never find all the pages. But in the past, it's just the way I left it, up in the nursery tower. Please find it and burn it in the morgue. Im Säuglingsturm, das war doch ganz am Anfang irgendwo, oder? Wo bin ich jetzt? Isolations-Dingsbums hier? Hä? Personalturm, weiße Halle, Halle der Aufzeichnungen. Ich glaube, warte mal, Halle der Aufzeichnung war hier. Dann müsste ich mich hier in dem Bereich befinden. Das heißt, ich müsste auf jeden Fall nochmal zur Halle der Aufzeichnungen und dann... Ja, okay, das müsste ja... Da müssten ja Schilder sein. Aber... Boah, was? Ich darf nicht erwischt werden. Ich speichere mal ab, aber ich schwebe ja. Kann ich hier wenigstens runter? Gibt's hier... Wie sind... Was war das, Alter? Wie sind die Pfleger denn runtergekommen? Die sind bestimmt nicht die Rohre runtergehupst, ey. Boah, sag mir nicht, dass ich jetzt wieder so runter muss. So ein Mist, Alter. Und dann schwebe ich noch, ne? Ah, guck mal einer an. Es funktioniert wieder. Es funktioniert wieder, Leute. Trotzdem ist die Sicht sehr nebelig und komisch, wenn ich jetzt hier runterfalle. Alter Schwede. Kann ich überhaupt sterben? Weil ich habe keine Energieanzeige hier. Die ist weg. Das heißt, ich habe wahrscheinlich unendlich eine HP oder so. So. Ich werde mal den Aufzug wieder rufen. Oh, ich höre was. Scheiße, ich habe auch keine Waffe, ey. Oh, nee. Das heißt jetzt, ich muss ohne Waffen weiter. Die dürfen mich also nicht erwischen. Sonst befinde ich mich wieder wahrscheinlich in der Gegenwart oder so. Muss dann ein anderes Spielzeug finden. Boah, ich habe keine Lust, das immer neu zu starten oder schnell zu laden. Das dauert ja ewig. Oh, da war einer, ja. Die Türen sind genauso, wie ich sie hinterlassen habe. Teilweise auf. Oder alle auf, keine Ahnung. Ob das eine Hilfe ist oder eher ein Problem ist, keine Ahnung. So. Oh, ich habe mal was gehört. Da vorne müsste die Halle der Aufzeichnungen sein. Aber sehr schön und düster hier. Kann ich mich gut verstecken. So, Säuglingsturm. Wo ist der? Auf der anderen Seite wahrscheinlich. Oh Mann. Ich müsste mal lesen, was da steht. Aber wenn die mich sehen, Alter. Observatorium. So. Ich befinde mich beim Observatorium. Wo steht hier Observatorium? Steht hier überhaupt nicht. Na toll. Sturmkeller, Dachboden, Lobby, Halle der Aufzeichnung. Ich weiß, das ist die Halle der Aufzeichnung. Leichenhalle, Säuglingsturm. Müsste hier irgendwo sein, aber... Oh Scheiße, kommt einer. Los, beeil dich. Mann.
Leichenschauhaus. Leichenhalle. Hier. Okay, bin ich falsch. Verstehe ich jetzt aber nicht. Hier war eine Treppe, hier waren. Boah, ich hab. Ich weiß, hier war das Zeugnisturm irgendwo. Aber. Da vorne ist, glaube ich, das die Lobotomie oder wie das nochmal heißt. Oh Scheiße, steht auch einer, Alter. Boah, Junge. Ich gehe nochmal zurück. Ist auch doof, dass hier überall die Türen von mir auf sind natürlich jetzt. Ah, Zeugnisturm, warte mal, hier. Jetzt ist das gar nicht mehr verschüttet. Okay, vielleicht klappt das ja beim ersten Versuch. Ne, das hier ist nicht der Eingang. Abspeichern. So. Hier oben müsste der Säuglingsturm sein. Das wird garantiert bewacht. Leider zu hell. When they started letting the patients stay here, there wasn't enough room for everybody. All of us children had to move here into the nursery tower, where the babies used to be. Keinen. Aber was gehört habe ich? Ich höre Schritte, Alter. Ah, da ist einer. Okay. Ich muss erst mal gucken, wie dem seine Laufwege sind, bevor ich da was falsch mache. Also, der kommt hier. Hierher, guckt er nach dem Bett. Dann könnte ich jetzt links vorbei. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Wenn ich rechts vorbeigehen würde, dann würde er mich jetzt direkt erwischen. Also muss ich warten, bis er links, rechts steht und ich dann links vorbeigehen kann. Gut. Oder ich kann mich hier noch irgendwo anders in den Schatten verstecken. Hier, zwischendrin. Obwohl es sehr riskant ist. Oh, der kommt wieder her, Alter. Oh, Scheiße. Alter. Toll. Geh ich mal hier rein. So, jetzt habe ich ein bisschen Luft. Wenn er jetzt hier, wenn er jetzt wieder bei mir hier vorbeiläuft, dann hätte ich eigentlich genug Zeit. Ah, jetzt läuft er wieder zum Pult. Okay. Jetzt müsste ich eigentlich Zeit haben, vorbeizulaufen. Oh, wo ist er jetzt? Hä? Wo hat er sich jetzt versteckt? Ach, da vorne. Hm.
Ich weiß, er läuft gleich wieder zurück, also warten wir nochmal ab. Der muss nochmal zurücklaufen. So, jetzt läuft er zurück. Was hat das Zwischenfalls tot? Beteiligte Patienten, Mitarbeiter Laurel S. Weise. Zeugen, Informanten, hard-trapped, weise. Beschreibung des Zwischenfalls. Zwei weißen Kinder spielten auf dem Dachboden der Anstalt, als offenbar einer der Patienten das Mädchen tötete. Ja, von wegen, es war die Hexe. Am Tatort ist eine große Blutlache zu sehen. Von der Leiche des Mädchens fehlt allerdings jede Spur. Es wurde umgehend eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet. Der Spielkamerad des Mädchens Trapped behauptet, dass es sich bei dem Mörder um irgendeine Hexe, er bezeichnet sie als graue Frau, handelt und nicht um einen Patienten. Da Trapped noch ein Kind ist und es weder weitere Zeugen noch Beweise für seine Behauptung gibt, müssen wir davon ausgehen, dass ein Patient das Mädchen zuerst ermordet und anschließend die Leiche versteckt hat. Schlussfolgerung, wir müssen den Aufenthalt von Weisen im Umfeld der Weißen Halle unterbinden. Gottlob hatte das Mädchen keine Familie, die Ärger machen kann. I was playing hide and seek with my friend Trapped, but he never found me. Instead, the Grey Lady found me. I tried to run, but the door was locked and I couldn't get it open. Manche Mörder gibt, die Kinder ermorden, so, ja. Voll krank, sowas. Die Leute sind krank im Hirn. Und die müsste man alle köpfen. So. Ja, ich habe das Tagebuch jetzt und weiter. Suchen Sie in den Erinnerungen der Weech Laurels Tagebuch im Zeugnisturm, verbrennen sie es im Leichen... Ach so. Okay, ich muss nochmal ins Leichenschauhaus. Aber ich werde es nochmal finden. Nee. Wo ist das Ding nochmal? Abspeichern, dass ich nicht vergesse, ey. So, Stück für Stück nach vorne, dann geht das. Ich hätte so gerne irgendwas, eine Waffe oder sowas, so schön, was wir Schädel hauen kann. So. Ja, die Pfleger scheinen doch schon keine bösen gewesen zu sein. Frage ist jetzt aber... Ah, doch, warte mal, Leichenschauhaus. Das war doch ausgeschildert. Das müsste hier in der Nähe sein. Das war der Säuglingsturm. Leichenschauhaus, ich glaube hier, oder? Jo, hier. Und ich gehe sogar die Leiter runter. Anstatt den Aufzug zu nehmen. Müsste der gleiche sein, der hier rumläuft. Falls ich nämlich flüchten muss, kann ich nämlich den Aufzug gleich nehmen und nach oben fahren. So, wo ist der Typ jetzt? Da steht er. Okay, ich habe den gesehen. Aber er sollte sich schon bewegen, weil... Nicht, dass er hier nur am Tisch stehen bleibt. Das wäre schlecht.
Oder soll ich mal. Warte mal, ich gehe mal auf dieser Seite runter. Ist er noch da? Ja. Toll, der läuft überhaupt keine Runden. Das muss jetzt schnell gehen, ey. My diary is gone. Good. The cradle can barely remember me anymore. But I can still see the bloodstain in the attic. You'll need to clean it up in the past, where it's always fresh. Sometimes when the staff took patients to a treatment room, they wouldn't ever come back. They used something called dissolution serum to clean up afterward. Get it, and then use it on my bloodstain in the attic, where I saw you the first time. Was? Wo soll ich das Serum finden nochmal? Hä? Suchen Sie in den Erinnerungen der Wiege in den Behandlungs... Sag immer Weech, das heißt Wiege, ist ein deutsches Wort. Cradle ist ja in Englisch. In den Behandlungsräumen das Liquidation... Behandlungsräumen? Das Liquidationsserum und wischen Sie damit das Blut auf dem Dachboden weg. Behandlungsräumen? Ist es in der Lobotomie da, wo die ganzen, die komischen, wie nennt man das, die Tische da mit dem Abfluss da ist, kann das sein? Das müssten die Behandlungsräume sein. Also im Keller scheint es nicht zu sein, wo, wo ihr Blut war zum Beispiel. Gut. Also, gut, Behandlungsraum, der müsste auch irgendwo in der Nähe sein. Oh, falsch. Wie gesagt, das muss die Lobotomie sein. War doch hier zum Beispiel. Das war doch hier ganz in der Nähe. Oh, scheiße. Alter. Ey, wie soll ich da vorbeikommen? Der steht direkt hier. Eigentlich müsste ich da hinten vorbei. Oh, verdammt. Aber ich hatte mich jetzt nicht gesehen, Alter. Also vorbeischleichen kann ich mich auf jeden Fall nicht. Der wird mich erwischen. Scheiße, ey. Wie komme ich da jetzt wieder zurück, ey? Da muss ich mich beeilen, Alter. Weg. Boah, Junge. Hier muss ich entlang. Wenn das auch wirklich die Behandlungsräume sind, also ich vermute mal. Oder? Sind doch. Ja, okay, ich bin richtig. Hier sind die Behandlungsräume. Boah. Ich habe Glück, dass es bis jetzt so gut geklappt hat.
bin ich einmal erwischt worden. Wenn ich Glück habe, bleibt das in einem Stück, dieses Let's Play, das ich nicht schneiden muss. Ich glaube, da vorne habe ich sogar schon eine Flasche stehen sehen. Da, dieses grüne Zeugs. Könnte das sein vielleicht? Ich muss mir mal vorstellen, was ich da gerade gelesen habe. Weil was die erzählt hat. Manche Patienten sind hier in den Behandlungsraum gekommen und sind nicht mehr lebend rausgekommen. Was heißt das? Wurden an denen Experimente durchgeführt oder sowas? Hier ist natürlich auch noch ein schöner Stuhl, Alter. Na toll. Hoffentlich macht der kein Geräusch. Da vorne steht der andere. Das heißt, da gehe ich wieder nicht entlang. Ich glaube, das ist die Flasche. Ich bin mir aber nicht sicher. Oh je, wenn der mich hört, Alter. Guckt er jetzt zu mir oder nicht? Ach, toll. Okay. Glück gehabt. Ich hab's. Oh. Langsam. Vorsicht. So, wo soll ich hingehen? Auf Dachboden. Dachboden. Das heißt, ich muss da nochmal ganz zurück. Unheimlich, ne? Die Entwickler haben sich echt was Gutes einfallen lassen hier. Teil 1, 2 und 3. Die Storys sind schon immer cool gemacht, ne? Der vierte Teil, den ich auch jetzt schon eine längere Zeit habe, den ich aber noch nicht gezockt habe, der hat, glaube ich, mit dieser Story überhaupt nichts zu tun. Da gibt es zwar ein paar Namen, die auch da vorkommen im Viererteil, aber ich glaube, die Story ist eine ganz andere. Das finde ich halt irgendwie doof. Oh Scheiße, da kommt einer. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hinlaufe. So links oder rechts? Hey, hier kann ich nicht lang. Dann muss ich da lang. So, okay. Das war die Leichenhalle. Ich müsste jetzt hier irgendwo sein. Da müsste ich dann nach rechts gehen. Von der Seite aus links. Müsste ich dann von mir aus dann gesehen rechts in die Halle der Aufzeichnungen gucken. Und müsste, glaube ich, den Weg da nehmen. Immer geradeaus zur Lobby. Ich denke ich mal. So, jetzt müsste ich hier rein. Nee, oder? Nee, irgendwas verwechsel ich hier. Hier rein? Hier rein, genau. Okay. Oh, scheiße, er kommt. Da steht einer. Alter, da ist einer. Guckt er natürlich zu mir, Alter. Oh, Mann. Spinne, ey. Komm, sich ab. Krass. Was hätte er mich gehabt?
Ich werde das Let's Play an einem Stück lassen. Ich glaube, dass ich diese Folge beenden kann. Also die Mission. Oh, scheiße. Wie komme ich jetzt bei dem vorbei? Ah, der bewegt sich. Ja, ich muss erstmal zuschauen, ey. Ich kann nicht einfach da reinlaufen. Ich muss gucken, was er macht. Kommt er jetzt wieder links durch die Tür oder geht er wieder rechts durch? Dann könnte ich mich nämlich links da vorne in der Ecke verstecken. Und abwarten. Oh, der läuft weiter. Verdammt. Da ist er ja. Scheiße. Oh nee, jetzt läuft er hierher. Okay, da muss ich wohl von rechts reinlaufen, wäre besser. Witzig, dass bei den meisten Computerspielen die Leute alle gleich groß sind. Man denkt zwar immer ans Aussehen von den NPCs, aber vom Größenunterschied, keine Ahnung. Außer wenn Kinder vielleicht mitmachen, aber Thief 1 und Thief 2, da waren ja die Frauen und die Männer alle gleich groß. Hatten alle die gleiche Größe, ey. So, okay. Jetzt muss ich wissen. Ging es jetzt hier zum Dachboden oder ging es jetzt hier zum Dachboden? Ich glaube, hier war der Ausgang. Alter, wie läuft denn der? Personalturm. Nee, kann nicht sein. Zum Glück habe ich alles aufgelassen. Ich glaube, hier muss ich hoch. Verdammt, ey. Das wird knifflig, ey. Nee, zu hell. Zu hell. Tja. Ich glaube, ich höre zwei. Ich kann zwei hören, verdammt. Nochmal extra schwer gemacht für mich. Ich gehe mal von der anderen Seite. Vielleicht sehe ich die Pfleger dann von hier. Okay. Ich laufe jetzt mal hoch. Ich wollte gerade sagen, ich frage mich, wo der zweite ist. Da oben. Oh, verdammt. Wieso hat der ein Licht, Alter? Eine Fackel oder was? Oh, nee. Hätte ich vielleicht die andere Seite hochgehen sollen? Lobby. Lobby. Hier, ja. Und hier geht's auf den Dachboden, denke ich mal. Oder war es der Personalturm? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht mehr. Nee, hier, warte mal. Dachboden. Steht doch hier. Hä? Lobby?
Doch, ich denke, ich bin richtig. Das ist die Lobby. Ich bin links die Treppen hoch. Das ist jetzt hier rechts. Wenn ich hier reinkomme, links, das müsste der Dachboden sein. Müsste stimmen. Ah, okay. Da ist er ja. Okay, okay, okay. Abspeichern, Leute. Alter, zieh ab! Junge! Boah, der läuft runter! Scheiße, ey. Okay, da muss ich mich beeilen. Außer da ist noch einer. Alter Schwede, der kommt ja ganz runter und ganz nach oben. So. Okay, wo ist jetzt der Dachboden? Hier? War das wirklich so weit oben, Alter? Das gibt's doch nicht. Nee, bitte nicht, Alter. Sag mir nicht, dass da kommt noch einer, ey. Wenigstens verursache ich keine Geräusche, Alter. Ist da oben noch einer oder ein Pfleger? Nee, ich glaube, ich habe es geschafft. Da oben ist keiner. Ja, meine Kleine. Dann helfe ich dir mal jetzt. You did it. The cradle can't remember me anymore. We can leave now. Meet me in the lobby. I'll show you the way out. Ah, freut mich, Kleine. Ich darf trotzdem nicht erwischt werden. Sonst muss ich wieder von vorne anfangen, um in die Lobby zu kommen. Naja, trotzdem, wie gesagt, macht es Spaß. Schon sagen, dass, wie gesagt, die Thief-Spiele hatten schon ein paar interessante Stories. Das gefällt mir zum Beispiel gut. Dann vom Zweier das mit dem Dorf und den Heiden, die da niedergemacht wurden. Die Geschichte war traurig. Oh. It won't open. That's not a good sign. Ich muss doch erstmal wieder in die Gegenwart. Ich kann da nicht einfach hier raus. Hat da was aufgeblinkt? Nee. Und hier im Dreier, wie gesagt, das komische Fischvolk, was da ist. So wie Atlantis da. Das war auch interessant. Leider haben sich da keine Freundschaften entwickelt. Was ich sehr schade finde. Scheiße. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich bin hier falsch, Alter. Wieso bin ich hier runtergelaufen? Hä? Der falsche Weg. Falsche Seite, denke ich mal. Dann dauert das Let's Play doch ein bisschen länger. Also ich habe keine Lust, es zu lange zu gestalten. Wenn ich das jetzt nicht schaffen sollte oder sich wieder was anderes ergibt hier in Komplikationen, dann werde ich das beenden.
So, was habe ich jetzt hier falsch gemacht? Muss ich... Ne, hier muss ich rein. Hier muss ich rein. So, jetzt habe ich's. Ich muss aber warten, bis er wieder kommt. Dann laufe ich mal einfach hinterher, verstecke mich dann wieder. Jetzt hier ganz hierher kommen oder was? Junge. So, der wird jetzt gleich runterlaufen. Ich werde aber einfach mal weitergehen. So, genau. Hier ist der Geist. Jetzt müsste ich es geschafft haben, oder? Oh, sie bringt mich raus. Aber ich komme da keinen Flieger, ey. Ist schon cool irgendwie, ne? Lobby. Oh. Was war das jetzt? Alter! Oh no! You can't leave, can you? I know why. This place remembers you now. You've been here too long. Oh, nee. There's only one way to leave the cradle. You have to trick it. I'll help you. First you have to enter the past as your real self. There's a cage in the storm cellar. You have to go inside it and close the door. Then you'll enter the cradle's memories as your real self. But you can't let the staff find you. If they catch you this time, you'll be dead forever. Na toll, Alter. Oh. Okay, Leute, das war's. Ich werde hier Cut machen und ja, ich dachte jetzt, ich könnte jetzt schön abhauen, aber nee. Dieses scheiß verfluchte Gebäude lässt mich nicht raus. Hurra. Naja, gut. Jetzt habe ich auch wenigstens meine Waffen und so. Vielleicht kann ich die Pfleger auch killen. Das werden wir im nächsten Teil sehen. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil. Bis dann.